Hey yo, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, gibt es heute wieder ein kleines Unboxing. Dieses Päckchen oder Paket hier ist quasi der erste Preis eines Gewinnspiels, welches von Joker Power 14 bei YouTube veranstaltet wurde. Es gab insgesamt zwei Preise zu gewinnen, einmal einen für den ersten Platz und einmal für den zweiten Platz. Und ja, ich bin der glückliche erste Platz und freue mich riesig darüber. Die werden es mal öffnen. Ich habe hier eine extra schöne, scharfe Cutter-Klinge. Zack, ist es auch schon auf. Ja, da liegt hier auch gleich auf Pappe geschrieben eine kleine Mitteilung. Herzlichen Glückwunsch von Joker Power 14, da könnt ihr es nochmal sehen. Besucht ruhig mal seinen Channel und lasst vielleicht ein Abo da oder schreibt ein paar Kommentare zu seinen Videos. Ja, das nun mal am Rande. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Gewinn. Ja, den denke ich, werde ich auch haben. Schauen wir mal, was sich hier so verbirgt. Also wie ich jetzt schon sehen kann, sehr, sehr gut verpackt das Ganze. Hier haben wir gleich schon das erste, oder den ersten Artikel. Auch schön verpackt. Eine Lampe Aladina von Jorge. Sehr, sehr schönes Teil. Mit Fuß unten dran. Wusste ich gar nicht, dass die jetzt schon Fuß dran haben. Auf jeden Fall nicht schlecht, weil letztes Jahr sind mir drei von den Dingern ja schon umgekippt. Weil die hüpfen schon ganz schön durch die Gegend, die Teile. Auf jeden Fall geil, freue ich mich drüber. Wieder eine Batze mehr für Graal Müritz. Bei der Veranstaltung werde ich dieses Jahr auch teilnehmen. Beziehungsweise Veranstaltung, ja, also Veranstaltung kann man gar nicht sagen, aber auf jeden Fall, wie viele von euch ja schon wissen, in Graal Müritz zu Pfingsten quasi, darf man von 22.30 Uhr bis 0 Uhr legal Feuerwerk der Kategorie 1 und 2 zünden und da werde ich natürlich mit am Start sein und einiges für euch zünden. Ja, natürlich auch für mich. So, hier haben wir noch was Schönes verpackt. Sind wieder mal leckere Böller. China Böller C von Nestle. Die noch etwas älteren. Die neueren haben ja schon ein anderes Cover. Und einmal China Böller D von Komet. Das müssten die schwarzen sein. Also mit den schwarzen Rändern, glaube ich jedenfalls. Sieht aber ganz danach aus. Können wir mal kurz reingucken. Ja. Es sind die mit dem schwarzen Rand. Sehr, sehr schön. Als nächstes, öffnen steht hier drauf. Ein kleines Päckchen. Schauen wir mal, was sich hier drin verbirgt. Ja, sehr geil, wie ich schon sehen kann. Rauchfackel Orange von Blackbox. Ich habe noch nicht eine Sorte von diesen Rauchfackeln gehabt von Blackbox, deswegen bin ich sehr, sehr froh drüber, mal so ein Ding zu besitzen. Werde ich natürlich auch zünden. Und das quasi mit der Kamera festhalten für euch. Auf jeden Fall geil. Ich freue mich riesig. Das ist ein Extra. Vielen Dank, Joker Power. Freut mich riesig. Ja, dann nochmal China Böller B, die aber die Größe von ungefähr einem A-Böller haben. Aber ist egal. Sind immer so eine kleine Stänker-Cracker, sage ich immer. Also zündet nach wie vor gerne. Super Knallfrosch D. Knallfrösche, immer super. Freut mich auch drüber. Sehr, sehr cool. Dann geht's weiter. Thunder Kong. Ja, von Nestle. Kennen ja auch schon die meisten von euch. Immer wieder schöne Röhrchen. Machen immer gut Laune. Erweitern natürlich mein Sortiment. Ist sehr, sehr geil. Dann haben wir hier noch eine Silberpalme von Komet. Sehr, sehr schön. Ich mag die Teile auch immer. Also mit den Dingern lässt sich auch ordentlich was kreieren, wenn man die Teile so schön fächert. Und ich habe einige von denen schon. Kann man auch ein sehr, sehr schönes Feuerwerksergebnis oben in die Luft zaubern. Sehr, sehr schön. Freue mich auch drüber. Das Ganze haben wir zweimal. Ist noch mal eine. Sehr cool.
ja, mal sehen, was ich da so für oder in Greilmüritz für euch da so abziehen kann. Mal schauen. Auch wieder ein kleines Päckchen. Öffnen steht drauf. Natürlich machen wir das. Und was haben wir hier? Schmetterling. Schön mit dem alten Kingsplay-Logo von Weco. Sehr, sehr cool. Kleine Rarität. Super. Ja, ich habe ja auch vor, für euch ein bisschen was in der Richtung Kategorie 1 zu zünden. Dort werde ich Raritäten und neuere Sachen, zum Beispiel die von Nestlé, das werde ich dies Jahr alles mal ein bisschen für euch testen, weil im K1-Sektor habe ich, wie ich mitbekommen habe, noch gar nichts großartig gedreht und ja, das soll sich natürlich ändern. Noch mit drinne Thunder Kong Max. Ich schau mal, welche Variante das ist. Jetzt steht hier keine NEM drauf, sonst, weil es gibt ja zwei verschiedene, einmal mit Sterne oben am Himmel und einmal ohne. Das ist eh so ein kurioses Ding, was der Leslie letztes Jahr abgezogen hat, naja. Und einen Flashing Thunder noch. Finde ich übrigens auch super, die Teile. Obwohl sie so klein sind, zecken die doch ganz ordentlich. Und sind auch sehr, sehr günstig zu bekommen. Also, wenn ihr mal die Chance habt, kauft euch die Dinger. Die machen gut Laune. Jo, was haben wir hier noch schön drin? Das müssten die Space Twister sein. Und sind sie auch. Ich weiß nur nicht, ob die mit Zerleger sind oder ohne. Aber selbst wenn ohne, ich bin immer froh davon, noch ein paar bei mir in meiner Sammlung zu haben, weil kriegt man ja doch nicht mehr allzu leicht. Auf jeden Fall coole Aktion, sehr, sehr geil. Ja, das müsste schon, glaube ich, gewesen sein. Ja. Auf jeden Fall, JokerVR14, vielen, vielen Dank für die tollen Extras auch und ja, allgemein für den Gewinn. Hab mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut und auch vor allem, dass du es so schnell versendet hast. Echt, echt top. Also Daumen hoch dafür. Ja, das war das kleine Unboxing. Quasi vor Ostern noch für mich ein kleines cooles Geschenk. Freut mich auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, würde ich mich über ein Abo freuen und natürlich einen Daumen hoch. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir auch einen Kommentar hinterlassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht klauen, wie ich immer sage. Haut rein.